Herzlichen Dank für die positive Resonanz auf das Fernsehduell gestern Abend. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es war ja auch ein guter Abend, nicht nur für uns in der CDU, sondern auch, glaube ich, für die politische Diskussion in Nordrhein-Westfalen. Es gibt ja in dieser Debatte drei Punkte, die jetzt so klar für jeden nachvollziehbar sind, dass sie auch auf das Wahlergebnis nach meiner Einschätzung Einfluss haben werden. Der erste Punkt ist, die SPD hat Wahlversprechungen von 27 Milliarden Euro gemacht und Deckungsvorschläge von einigen 100.000 Euro. Es ist wieder der alte Fall, Sozialdemokraten können nicht mit Geld umgehen. Der zweite Punkt, es ist klar geworden, dass die SPD die Gymnasien, die Realschulen, die Hauptschulen und die Gesamtschulen auflösen will. Da ist jetzt alles klar auf dem Tisch, das ist das Konzept. Und wenn dann so wirres Zeug vorgetragen wird, man könne ja dann als Schüler etwa in der Abiturklasse beim Sport sein und in der Hauptschulklasse innerhalb der Einheitsschule bei Deutsch, dann sieht man, es geht nur um Ideologie, es geht nicht um Hilfe für die Jugendlichen, für die Kinder. Ich will Bildungsvielfalt statt Einheitsschule. Und der dritte Punkt ist, die Kandidatin hat das Verhältnis der SPD zur Linkspartei gestern nicht klargestellt und bereinigt. Sie hat sich die Tür zur Linkspartei wieder aufgehalten und steht jetzt voll im Durchzug. Jeder, der SPD wählt, muss wissen, dass er damit das Risiko von Rot-Rot eingeht und das ist eine Gefahr für unser Nordrhein-Westfalen.